Es könnte ein modernes Ökohaus sein, ist es aber nicht. Ein sogenanntes römisches Streifenhaus wie dieses war im 2. Jahrhundert nach Christus Lebensmittelpunkt für einfache Handwerkerfamilien. Alexander Heising von der Universität Freiburg hat das Haus auf wissenschaftlich verbürgtem Grund anlässlich der Landesgartenschau in Lahr rekonstruieren lassen. Wir haben eine Rekonstruktion gewagt, muss man sagen, von der wir nicht genau wissen, ob sie hundertprozentig stimmt. Aber man muss einfach mal so eine Rekonstruktion hinstellen. Was wir ganz sicher wissen, ist der Hausgrundriss. Den können wir im Boden nachvollziehen. Alles, was darüber geht, ist Analogie, die wir aus anderen Gebieten hergeholt haben, dort, wo die Häuser zum Teil besser erhalten sind. Im Wohnbereich gab es einen einzigen etwa 50 Quadratmeter großen Raum. Darin brannte das Feuer. Das ist eben ein sehr hoher Raum hier. Wir haben hier eine Firsthöhe von etwa 7 Metern. Das ist der zentrale Wohnraum, in dem die Familie nachts geschlafen hat. Da wurden dann einfach Laken ausgerollt und hat sich auf den Boden gelegt. Tagsüber hat man eben hier am Feuer dann auch gekocht. Das gesamte Leben im Winter fand eigentlich in diesem Raum statt. Im Sommer natürlich ist man dann eben rausgegangen. Fenster an den Seiten hat es keine gegeben. Es war ja ein Reihenhaus. Licht kam außer durch die Türen nur durch kleine Auslassungen unter dem Dach ins Innere. Baumaterial waren Holz und Lehm auf einem Steinfundament. Diese Steine, diese Konstruktion, die Sie hier unten sehen, ist eigentlich auch das Besondere an diesem Haustyp Lahr, wie wir es jetzt auch in der archäologischen Forschung nennen. Es sind nämlich große Sandsteinblöcke, die Sie in regelmäßigen Abständen sehen. Das sind Unterlegsteine, auf denen dann eben der Schwellbalken, das ist eben dieser Balken hier, der die Hauskonstruktion trägt, aufgelegt wurde. Und von diesen Schwellbalken aus werden dann eben die Wandständer verzapft, eingezapft. Diese Konstruktion war wichtig, weil der Boden immer sehr feucht war. Den Unterhalt bestritten die Bewohner durch den Verkauf von Handwerksprodukten. Man hat auf dieser Parzelle sowohl seine Töpferwaren hergestellt, aber auch die Töpfer waren dann eben gleich hier an dieser Taberna an der Straße direkt verkauft. Tonscherben aus Lahr hat man noch in über 100 Kilometern Entfernung ausgegraben. Das ist kein Wunder, denn direkt an den Häusern führte ein wichtiger Fernverkehrsweg vorbei. Sie sehen dort hinten vorbeifahren mit dem starken Verkehr eben die heutige Bundesstraße 3, die letztendlich genau auf der römischen Rheintalstraße verläuft. Das ist auch heute noch eine wichtige Verkehrsachse, war es in römischer Zeit und wahrscheinlich auch davor. Ist ein prähistorischer Weg, der schon vor tausenden Jahren eigentlich ausgebildet war und den Norden und Süden des Rheins miteinander verbindet. Genauso alt wie die Straße sind Samen, die man in einem alten Brunnen gefunden hat. Dadurch weiß man, welche Pflanzen die Römer angebaut haben. Wir haben einen Teil dieser historischen Pflanzen aus alten Züchtungen wieder bezogen und hier in diesem Versuchsgarten hinter dem Gebäude versucht anzubauen. Also alte Getreidearten, Emmer, Einkorn, Dinkel vor allem. Dinkel war in römischer Zeit sehr wichtig. Das versuchen wir eben hier jetzt im Versuchsfeld wieder anzubauen. Die Römer haben aus den Körnern Breigerichte gekocht. Das war die Hauptnahrung. Kartoffeln gab es noch nicht. Nach etwa 150 Jahren war das römische Leben in Lahr schon wieder vorbei. Früher, als der Gang der Geschichte das vermuten lässt. Wir vermuten im Moment, dass es damit zu tun hat, dass die Straße nicht mehr als Straße so funktioniert hat, wie sie es eigentlich sollte. Und dass der Hauptverkehrsstrom sich von der rechten Rheintalstraße dann auf die linke, also aufs heutige Elsass, verlagert hat. Aber das werden wir noch mit den elsässischen Kolleginnen und Kollegen dann versuchen herauszufinden in den nächsten Jahren. An Material für die Forschung dürfte es nicht mangeln, denn unerschlossene Ausgrabungsziele gibt es am Oberrhein genügend.